Hi, mein Name ist Carsten Wölfing, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. In dieser Episode dreht es sich alles um das Thema Bewegung. Um genauer zu sein, um das Thema Mobility. Und zwar, wie du mit Mobility und kontrollierten Gelenksbewegungen präventiv und in der Reha deine Bewegung verbessern kannst. Dazu habe ich mir Benny Heitzmann eingeladen. Benny ist Experte im Bereich Mobility. Er ist Bachelor of Science und Master of Arts in Sportwissenschaften und Gesundheitswissenschaften. Er ist der Inhaber der CrossFit-Box Black Forest. Er ist CrossFit Level 2 Trainer. Er ist unter anderem ausgebildet in FACMS und FAI. Darüber werden wir auch sprechen. Und er ist Coach von Olympioniken und Athleten bis in die höchsten Ligen. Alle Informationen zu dem Thema Mobility und Benny findest du in den Shownotes, aber auch in der Videobox. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem bewegten Interview. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich sitze heute mit Benny zusammen. Grüß dich, Benny. Grüß dich, Carsten. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns ja damals sogar gesehen bei Nico Rom, bei Neuroathletik, bei einem der Seminare. Und ich verfolge dich tatsächlich schon eine ganze Weile wegen Mobility. Und das ist unser Kernthema heute, Mobility in der Rehabilitation. Bevor wir in diese Thematik einsteigen, kannst du kurz den Zuschauern und den Zuhörern einmal deinen Werdegang kurz schildern? Gab es Schlüsselmomente, wie du zu dem gekommen bist, was du gerade aktuell machst? Sehr gerne. Es hat alles angefangen letztendlich im Sportstudium. Ja, ich habe an der Deutschen Sporthochschule in Köln den Bachelor of Science gemacht und habe auch den Master of Arts gemacht in Freiburg dann. Allerdings mein Kernmoment, der mich zu dem Thema Mobility Rehabilitation gebracht hat, war tatsächlich eine eigene Verletzung. 2010 war das. Noch in der Sportschule, im Kraftraum, damals sehr jung und unerfahren, was Krafttraining angeht, aber motiviert, wie so viele. Und an der Pullover-Maschine mir die rechte Schulter ausgekugelt. Und zwar schwitzige Hände, müde, schweres Gewicht, wahrscheinlich zu schwer. Und dann beim Absetzen des Gewichts, man hat dann Fußhebel, ist mir die eine Hand rausgerutscht und die rechte Hand oder der rechte Arm konnte das nicht mehr halten und den schiebt es einmal hinten durchs Gelenk durch. Fakt war, Schulter ausgekugelt, Labrum eingerissen, also eine schon tiefer gehende Verletzung, wurde auch ein MRT gemacht und so weiter. Mir wurde es freigestellt, ob ich operieren lassen möchte oder nicht. Ich habe mich für eine konservative Behandlung entschieden, was auch in Ordnung war in dem Moment. Allerdings habe ich mich nicht unbedingt wohlgefühlt mit der Rehabilitation. Also ich habe immer gedacht, so irgendwie, ich habe parallel dazu schon angefangen zu lernen zu dem Thema und habe immer, ohne das negativ zu meinen, gedacht, also irgendwie könnte ich das selber vielleicht sogar ein bisschen besser machen oder zumindest ein bisschen mehr tun. Und dann habe ich das auch angefangen, mich immer weiter reinzulesen und war auf einem guten Weg. Und ein Jahr später, 2011, wiederum immer noch an der Sporthochschule, Fußball-Leistungskurs, Flugkopfball gemacht, auf den ausgestreckten linken Arm gefallen und die Schulter links ausgekugelt. Also aus beide Schultern? Ja, in einem Jahr. Und das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, das kann nicht wahr sein. Ja, ich mache so viel Sport, ich bin fit, ich beschäftige mich mit dem Thema. Mein Schwerpunkt war zwar damals noch Leistung, Sport und Leistung hieß der Bachelorstudiengang, aber ich habe dann angefangen, mich sehr schnell für die Reha-Schiene zu entscheiden. Meinen Abschluss gemacht, die Schultern auf dem Weg tatsächlich super in den Griff bekommen und bin eben nach Freiburg zurückgezogen in meine Heimatstadt, wo ich jetzt auch wohne und habe dort dann den Master of Arts gemacht, mit dem Schwerpunkt tatsächlich Gesundheit. Und dann parallel dazu, was jetzt ein bisschen paradox wirkt, eine eigene CrossFit-Box eröffnet. CrossFit Black Forest in Freiburg. Und für viele ist CrossFit natürlich ein zweischneidiges Schwert, auch zu Recht, weil es eine Sportart ist, die sehr heftig sein kann. Allerdings mit dem richtigen Fokus und auch mit dem richtigen Umgang mit den Mitgliedern
würde ich tatsächlich behaupten, dass es eine der sichersten Sportarten sein kann, weil sie dauerhaft betreut ist. Wir sind als Trainer immer dabei und uns gibt es jetzt seit 7 Jahren und wir haben tatsächlich eine sehr geringe Verletzungsrate, worauf ich sehr stolz bin, was ich aber auch als selbstverständlich ansehe, weil dadurch, dass ich im Thema Mobility und Rehabilitation und Schmerzprävention unterwegs bin, möchte ich natürlich nicht dafür sorgen, dass meine Kunden durch meine eigene CrossFit-Box generiert werden. Das ist natürlich nicht mein Plan. Ja. Die Leute kommen ja tendenziell ins CrossFit, zumindest assoziiere ich es damit, dass die Leute präventiv eigentlich fitter werden möchten. In der Reha haben wir ja die Leute, da ist in Anführungsstrichen die Kacke am Dampfen gewesen, entweder vom Arzt oder, na, eigentlich haben sie dann oftmals schon den Arzt in irgendeiner Form gesehen, der dann das Reha-Rezept ausstellt. Und in welcher Form kann jetzt zum Beispiel Mobility, weil das Thema gilt ja jetzt Mobility und Rehabilitation, da profitieren oder die Leute davon profitieren? Kannst du auf dem Thema Mobility einmal das rund machen, dass die Leute wissen, was ist Mobilität und Mobility? Ja. Also Mobility wird ja häufig im Volksmund sehr schnell gleichgesetzt mit dem Thema Dehnen und mit dem Thema Beweglichkeit an sich. Für mich hat sich schon sehr früh herausgestellt, dass Mobility viel mehr ist als das. Mobility kann man ganz einfach definieren als Kraft in einem größtmöglichen Bewegungsradius und Kraft in einem, ich nenne es mal Kraft in schwierigen Positionen, wie eben zum Beispiel diese Position, in der ich mich verletzt habe. Vielleicht mit dem richtigen Training hätte ich mich nicht verletzt, weil ich dieses Bewegungsmuster gekannt hätte und vielleicht auch früher aus dieser Position hätte rausgehen können, weil irgendwo in meinem Kopf, in meinem Gehirn diese Landkarte Bewegungsmuster, meine Schulter ist hier hinten, abgespeichert habe. Vereinfacht ist gesagt, Mobility besteht aus 3 Faktoren. Wir haben einmal Flexibilität. Das ist das, was wir als Dehnen verstehen, als passive Beweglichkeit. Ich werde in eine Position gedrückt, zum Beispiel durch einen Partner, durch Schwerkraft oder vielleicht sogar durch ein externes Gewicht wie eine Kurzhantel oder eine Kettlebell oder eine Langhantel. Dann haben wir das Thema Kraft. Und ich glaube, das ist das, wo sich so die Spreu vom Weizen trennt. Beim Thema Flexibilität haben wir nur das Thema Auseinanderziehen, passiv. Und beim Thema Mobility haben wir Flexibilität plus Kraft. Und dann kommt der Faktor 3 mit rein, motorische Kontrolle. Das heißt, ich möchte einen möglichst großen Bewegungsradius haben, den mit Kraftreizen füttern können, in jeder erdenklichen Position und das am besten mit motorischer Kontrolle füttern können über einen größtmöglichen Bewegungsradius. Heißt, es geht um aktive Beweglichkeit, es geht darum, in eine Position aktiv reinzugehen, aber auch aktiv wieder rauszukommen. Letztendlich ist deswegen Mobility alles, was auch den Alltag bestimmt. Ja? Viele sagen, Mobility ist unnötig, ich muss einfach mehr Krafttraining machen. Aber Krafttraining definiert sich nicht über einen großen Bewegungsradius. Und Mobility definiert sich über einen großen Bewegungsradius. Deswegen kann ich diese Abneigung gegenüber diesem Thema verstehen. Es ist auch nicht so, dass Mobility das Ding ist und alles andere ist unwichtig, wie sie sagen, sondern es ist halt eine Grundvoraussetzung. Und dann vielleicht noch ein Punkt dazu. Flexibilität, also die passive Beweglichkeit, ist ebenfalls nicht unnötig, wie viele sagen. Dehnen ist nicht unnötig, sondern ist rein theoretisch die Grundvoraussetzung, um überhaupt einen großen Bewegungsradius einnehmen zu können. Nämlich Flexibilität plus Kraft plus motorische Kontrolle ist Mobility Training. Das ist die einfachste Definition, die ich geben kann. Einfach in ja. viele Bestandteile, weil wenn man jetzt so ein bisschen das, ich nenne mal Stretching uns anschaut, bitte jetzt die Yogis nicht ausschalten, wenn sie zuhören, aber wenn ich besonders gut gedehnt bin, heißt das noch lange nicht, dass ich auch in allen Gelenkswinkeln entsprechend safe bin. Das ist ja das, was du mit motorischer Kontrolle meinst. Also ich kenne das noch vom Functional Movement System, dass Stabilität quasi die aktive Beweglichkeit ist. Jemand, der in Spagat gehen kann, passiv quasi auf dem Boden nach unten rutscht, heißt noch lange nicht, dass er aus dem Stand das Bein in die gleiche Position nach oben bekommt. Du hast ja gerade gesagt, dieses Bodymap, also wenn du den Arm hinten hast, kannst du darauf ein bisschen eingehen, was das Bodymap ist, wo kommt das her und warum ist das wichtig, sein Gelenk in allen Richtungen kontrollieren zu können? Also letztendlich geht es um 3 Faktoren, die wir beim Mobility-Training oder mit dem Mobility-Training erreichen wollen. Faktor Nummer 1 wäre die Verletzungsminderung. Ich sage bewusst Verletzungsminderung und nicht Verletzungsprävention,
Denn Verletzungsprävention ist kaum möglich, weil wir kommen einfach leider immer mal in den Genuss, uns zu verletzen. Das kann durch einen Gegner sein, da können wir überhaupt nichts für. Das ist eine falsche Entscheidung und der Gegner rammt uns halt blöd ins Knie und dann haben wir das Knie verletzt. Verletzungsminderung ist aber möglich. Wenn wir lernen, einen Bewegungsradius, wie du sagst, auch den Spagat aktiv ausführen zu können, nämlich das Bein über den Kopf zu heben, Beispiel Kampfsport, dann ist das tatsächlich auch eine ein Verletzungsminderungstraining, weil wir lernen, dass diese Position für uns kontrollierbar ist. Und wir wissen aus der Neuroathletik und aus der Neurowissenschaft, wie du vorher gesagt hast, wir haben uns bei Nico Romm, beim Reha-Experten tatsächlich getroffen. Und wir wissen, dass das Gehirn Bewegungsradius freigeben kann oder vermindern kann. Wenn es die Position als sicher erachtet, gibt es eher den Bewegungsradius frei. Wenn es die Position als unbekannt und gefährlich erachtet, wird Bewegungsradius reduziert. Das heißt, tatsächlich ist Mobility-Training auch Neuroathletik-Training und Neuroathletik-Training natürlich auch Mobility-Training, weil in allererster Linie wissen wir mittlerweile, dass das Gehirn der oberste Steuerer ist, wenn es um Bewegungsradius geht. Und das kann ich eben durch verschiedene Übungen erreichen. Und da ist zum Beispiel eine Möglichkeit, diese Radien, die ich in meiner Sportart oder in meinem Alltag brauche, einzugehen. Der Kampfsportler sollte eben lernen, wenn er High-Kicks machen möchte, das Bein möglichst hoch heben zu können, aktiv, denn es gibt keine Kampfsportart, bei der ich ein Gummiband nehme und mein Bein einmal nach oben schwinge und damit den Gegner versuche umzuboxen. Der witzig, sehr cool aus, aber gibt es natürlich nicht, weil es natürlich Quatsch ist. Ja. Punkt Nummer eins ist Verletzungsminderung, Punkt Nummer zwei ist Rehabilitation. Ich kann durch Mobility-Training zurück auf den Weg der Besserung kommen, indem ich einfach ganz langsam progressive, also mit der Belastung ansteigende Reize setze. Und Faktor Nummer drei wäre die Leistungssteigerung. Wenn ich nehmen wir nochmal Kampfsport, ja, wenn ich mein Bein höher heben kann, dann erreiche ich natürlich auch einen Gegner, der ein bisschen größer ist oder der weiter weg steht. Das heißt, ich vergrößere meinen aktiven Bewegungsradius auch darum, weil ich meine Leistung steigern möchte, um im Wettkampf oder eben auch im Alltag besser zu sein. Einfachstes Beispiel, ich möchte irgendwas aus dem obersten Regal rausheben. Wenn ich meinen Arm nicht aktiv über den Kopf heben kann, ich werde wahrscheinlich nicht meinen Arm hier hochnehmen und dann das Ding rausnehmen und dann fällt mir der runter, sondern ich möchte das alles aktiv kontrollieren. Warum ist denn das heute im gängigen Alltag so, ich nenne es mal degeneriert, unsere Beweglichkeit, unsere aktive Beweglichkeit? Also wenn jemand auf einer gefrorenen Pfütze, insofern es mal richtig kalt wird und die Pfützen noch frieren, ausrutscht, dann geht jemand passiv mal ziemlich schnell einen Spagat. Ja. Das haben wir, also habe ich zumindest dann öfter mal in der Reha gesehen, dass das sehr gut funktioniert. Aber warum sind wir in der heutigen Zeit so degeneriert? Nutzen wir das nicht mehr oder ist der Alltag? Hast du da ein paar Ideen, warum wir die Mobility nicht mehr aktiv so nutzen? Also ich mag eigentlich diesen Satz nicht, use it or lose it, weil er so inflationär mittlerweile benutzt wird. Aber tatsächlich ist der immer noch wahr und er wird immer wahr sein. Alles, was ich nicht benutze, wird einfach aus Ersparnissen aus meinem Körper rausbuxiert. Das heißt, wenn mein Gehirn diese Bewegungsradien nie gelernt hat oder nicht mehr eingehen muss, weil mein Alltag diese Bewegungsradien einfach nicht mehr hergibt, dann fliegen sie über kurz oder lang aus dem Gedächtnis raus. Bedeutet, diese Karten im Kopf, von denen ich gesprochen habe, die kann man sich vorstellen, werden wie mit einem Edding geschwärzt, dass Platz geschaffen wird für vielleicht für mich wichtigere Informationen. Ja? Wenn ich zum Beispiel nie meine Arme über den Kopf hebe, dann fliegt dieses Bewegungsmuster, Arme über den Kopf heben, irgendwann aus meinem System raus, beziehungsweise wird geschwärzt, also vermindert. Wenn ich jetzt zum Beispiel CrossFit anfange und in meiner ersten Trainingseinheit 100 Mal Gewicht über den Kopf drücken muss, da muss sich keiner wundern, dass es aussieht wie Kraut und Rüben und dass am nächsten Tag unfassbare Schmerzen da sein könnten, weil dieses Bewegungsmuster einfach gar nicht da ist und die körperliche Kapazität, ja, also auch alles, was strukturell angeht, gar nicht mehr vorbereitet war auf diese Position. Und unser Alltag, sind wir ehrlich, was gibt der noch her? Wir leben wie in einer Box. Unser Körper, unser ganzes Bewegungsmuster findet quasi unterhalb der Schultern und oberhalb der Knie statt. Alles, was darunter ist, Sprunggelenke, Schultern, Ellenbogen, Handgelenke, da passiert gar nichts mehr. Halswirbelsäule ist meistens nur noch eine Position und alles, was seitlich ist, ist vielleicht nur noch mal für einen Schulterblick nötig. Das heißt, unser Alltag ist tatsächlich leider mal wieder schuld, aber tatsächlich, wenn man das weiß, weiß man auch, was man dagegen tun kann. Hast du aus Erfahrungen
bestimmte Gelenke im Hinterkopf, weil du hast jetzt schon gesagt, Handgelenk. Kannst du da aus Erfahrung sagen, welche Gelenke in der heutigen Zeit besonders darunter leiden und was dann passiert? Also, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Alltagsbelastungen, die zu Überlastungsschäden führen, und sportlichen Belastungen, die zu Überlastungsschäden führen. Denn ich glaube, gerade das Knie oder die Knie sind durch Überlastung durch eine Sportart sehr gefährdet. Und das Knie, sage ich immer, ist ein dummes Gelenk, weil es leider immer der Leidtragende ist von den umgebenden Gelenken wie Sprunggelenk, Füße und weiter hoch Hüfte, unterer Rücken, Becken. Alltag, was haben wir da für Probleme? Rückenschmerzen, ja? Nackenschmerzen. Alle Leute haben so einen Nacken, weil sie natürlich ihre Halswirbelsäule kaum bewegen. Und was man dazu noch sagen muss, natürlich kommen da andere Faktoren mit dazu. Nicht nur Mobility, ja, Einschränkung, sondern was ist mit der Atmung? Was ist mit der Psyche? Was ist mit dem Stress, der die ganze Zeit auf uns wirkt? Und ich glaube, dass die größten Probleme sind, wenn ich das ein bisschen aufreihen müsste, Rückenschmerzen, Knieprobleme, Schulterprobleme. Und bei Rücken würde ich noch die Halswirbelsäule mit dazu nehmen, tatsächlich. Ja, die gehört ja zur Wirbelsäule mit dazu, versteht sich. Und dann kommen halt so kleine Sachen wie Golfer, Tennisellenbogen, was die Leute einfach haben, weil sie den ganzen Tag ihre Finger so bewegen, am Handy oder am PC, Karpaltunnelsyndrom, solche Geschichten. Also sehr bekannte Probleme, aber irgendwie scheinen wir uns da in der Rehabilitation oder überhaupt in dieser Fitnessszene ein bisschen im Kreis zu drehen, weil das sind Probleme, die meiner Meinung nach alle behandelbar sind. Wenn ich einfach verstanden habe, warum kommen die Probleme, dann weiß ich auch eigentlich, wie kann ich sie wieder wegmachen. Ja. Lass uns mal vielleicht auch beim Knie kurz bleiben, weil du hast ja gesagt, okay, das Knie ist heute sehr beansprucht. Denkt man mal vielleicht so an Fliesenleger, wo man viel Druck auf die Patella bringt, also auf die Kniescheibe. Aber was ist denn zum Beispiel, wir sind ja Homo Sitzicus, also wir sitzen ja sehr häufig irgendwo rum. Was passiert dann mit der Mobilität, zum Beispiel im Knie oder Rücken, hast du ja auch gesagt. Warum ist das so blöd für einen Menschen? Also wir gehen ja in erster Linie, wenn wir davon ausgehen, dass Sitzen oder das Verbringen, sagen wir mal ganz einfach, weil ich nicht das Sitzen verteufeln möchte, sondern das Verbringen in einer Position über einen längeren Zeitraum und häufig wiederholt. Das wäre ja zum Beispiel das Sitzen. Oder wie du sagst, der Fliesenleger, der den ganzen Tag auf seinen Knien arbeitet. Das heißt, die Position an sich ist nicht das Problem, sondern diese häufige Wiederholung, ohne tatsächlich, dass das Gewebe sich auch mal wieder regenerieren kann. Zudem, die Frage war von dir, was sind denn dann die Gründe, dass diese Probleme kommen? Letztendlich kann man das ein bisschen so sehen, es sind zweierlei. Nummer eins ist, wir werden verdammt gut im Sitzen. Das heißt, die meisten Leute, die viel sitzen, die sind verdammt gut im Sitzen. Sobald sie dann aber aufstehen, dann ist dieses Stehen steht einfach in diesem Gegenverhältnis zu diesem gebeugte Hüfte, Oberkörper nach vorne, Arme vor dem Körper. Das heißt, da wäre der erste Schritt zu sagen, hey, wir sollten versuchen, Ausgleich zu schaffen, entweder weniger sitzen oder, wenn ich gesessen bin, mich immer mal wieder bewegen oder überlegen, was ist denn eingeschränkt? Und ich rede jetzt nicht von myofaszialen Einschränkungen, sondern einfach, was ist die ganze Zeit in einer Position verharrt? Mir geht es nicht darum, irgendwas aufzudehnen, weil dann sind wir beim Thema Stretching und wir wissen, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert, wenn ich 10 bis 12 Stunden am Tag sitze und da habe ich das Liegen noch nicht mal mit reingerechnet, was ja rein theoretisch auch eine sitzende Position ist. Ja. Wie lang soll ich dann dehnen, um diesem Ausgleich gerecht zu werden? Keine Chance, ich kann keine 10 Stunden dehnen am Tag. Es gibt Leute, die haben das probiert, funktioniert nicht. Denn das Problem ist nicht diese Verkürzung, da wird auch nichts verkürzt, sondern es arretiert in einer Position und ich werde verdammt gut in dieser Position. Was ich jetzt machen muss, ich muss meinen Körper oder meinem Gehirn, das ist immer wieder beim Thema Gehirn, lehren, dass diese Position für mich nicht schädlich ist. Denn es ist nur eine Position von Hunderttausenden, die ich ausführen kann. Also wäre die Idee, ich möchte mich in meiner Zeit, in der ich nicht sitzen muss, so ganzheitlich wie möglich zu bewegen. Ich möchte meine Arme über den Kopf heben. Ich möchte mich mal nach hinten biegen. Ich möchte mal eine Runde um den Block laufen. Ich möchte mich an eine Stange hängen. Ich möchte mit 3 Tennisbällen jonglieren lernen. Ein großes, breites Bewegungsmuster aufbauen hilft wahrscheinlich, kann es nicht beweisen, sehr viele Volkskrankheiten in den Griff zu bekommen. Das habe ich zumindest bei einer Rückenschule damals oder in Reha-Kursen. Ich erinnere mich noch, ich hatte Donnerstag 9 Uhr einen Rückenschulkurs. Da war die Jüngste, ich glaube 72, die ist dann mit mir auch gealtert.
und die Älteste war 83, waren alles Frauen. Und er sagt, hey, warum seid ihr hier und warum geht es euch eigentlich noch so gut? Und er sagt, weil wir uns jeden Tag bewegen. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt in der heutigen Gesellschaft. Und wir sind ja gerade noch aktuell in Situationen, wo uns für vielleicht die Bewegung sogar noch zu kurz kommt. Die Fitnessstudios, ja, für diejenigen, die den Podcast vielleicht in 20 Jahren hören, wir sind gerade in der Corona-Zeit. Und da haben die Fitnessstudios zu, die Spielplätze sind zu. Also man muss da oder darf dann auf einmal kreativer werden, was Bewegung angeht. Und die Schulter ist ja für dich auch ein wichtiges Thema. Erstens hast du beide Schultern dir einmal komplett, ich nenne es mal so, zerstört. Ja. Warum macht die Schulter so interessant? Die Schulter ist tatsächlich für mich also ein super spannendes Gelenk. Es besteht ja auch aus vielen Gelenken. Wir haben ja nicht nur das Schultergelenk, wir haben quasi die Gleitebene, wo das Schulterblatt auf der Brustwirbelsäule agiert und den Raum zwischen Oberarmkopf und Schulterdach und so weiter, ja, Schlüsselbein, was mit dem Brustbein verbunden ist. Also wir haben da ein paar echte und unechte Gelenke, heißt das, insgesamt 5. Und die Schulter ist einerseits sehr komplex, weil sie eben aus so vielen Facetten besteht. Andererseits ist die Schulter auch recht einfach zu handhaben. Wenn man sich überlegt, für was haben wir denn früher unsere Schulter gebraucht? Wir haben geworfen, wir haben gegriffen, gezogen, wir sind geklettert, wir haben gestützt und getragen. Was machen wir heute? Klettern fliegt für viele komplett raus. Wenn Klettern drin ist, dann fällt vielleicht das Schieben raus. Das heißt, das Ziel wäre eine ganzheitliche Ausbildung der Schulter. Wenn ich möglichst viele Bewegungsreize in einem großen Bewegungsradius und in schwierigen Bewegungsradien auf meine Schulter bringe, dann ist die Schulter auch tatsächlich sehr, sehr lange gesund zu halten. Und man muss ein bisschen aufpassen. Viele denken dann an Überlastung, an Arthrose. Studien zeigen, und zwar eindeutig, dass jeder ab 30 eine Gelenksarthrose im ACG hat, also im Acromioklavikulargelenk bzw. Schultereckgelenk. Eigentlich jeder, ja, über 90%, also 9 von 10 oder mehr. Heißt aber nicht, dass diese Arthrose zu Schmerzen führen muss. Denn in dem Gelenk ist es ein Stück weit normal, weil bei jeder kleinen Bewegung wird dieses Gelenk oder diese Gelenke bewegt. Und das fängt schon beim Atmen an. Ja. Schulter finde ich deswegen auch spannend, wenn wir atmen. Wie atmen wir meistens im Alltag, Carsten? Genau. Wir machen Schulterschrugs. Ja. Ja. Jetzt stell dir mal vor, 20 bis 25.000 Atemzüge am Tag ist der Durchschnitt. Ja. Im Jahr 8 Millionen Atemzüge. Wenn davon nur ein Drittel das hier sind, dann haben wir 2,5 bis 3 Millionen Schulterschrugs gemacht. Ich glaube, keine Bewegung üben wir öfters aus. Und deswegen ist tatsächlich auch das vorher angesprochene Thema Atmung da super spannend mit reinzunehmen. Denn gerade das hier, wenn ich das entlasten kann, das sorgt auch für weniger Spannung im Nacken, weniger Kopfschmerzen eventuell. Wenn ich das wieder auf die Struktur runterbringen kann, die dafür verantwortlich ist, das wäre Philipp Co., dann habe ich mir da auf jeden Fall was Gutes getan. Also Schulter ist sehr komplex einerseits, aber auch tatsächlich sehr einfach zu behandeln, nämlich wie alles halt mit vielen verschiedenen sicheren Bewegungsreizen zu füttern. Dann lass uns mal auf diese Bewegungsreize eingehen, weil dann geht es ja Richtung Mobility-Training. Und Training bedeutet ja für mich erstmal, okay, es ist eine Struktur drin, es hat einen roten Faden, einen bestimmten Umfang, eine bestimmte Intensität, damit es halt ein Training draus wird. Also auch einmal im Jahr auf 10 Jahre ist ein Training. Hochrechnet. Ist auch regelmäßig, ja. Klar. Ist sogar regelmäßig. Immer zum 1.1. gehe ich mal raus. Wie schaut das so Mobility-Training für die Gelenke allgemein erstmal aus? Wie kann ich damit starten und was kann ich erwarten? Oder muss ich vielleicht im Vorfeld irgendwas noch machen? Okay, also es fängt eigentlich alles damit an, dass ich mir erstmal darüber im Klaren sein sollte, was möchte ich denn? Möchte ich mich tatsächlich einfach nur ganzheitlich bewegen können? Das wäre einfach allgemeine Leistungssteigerung, nennen wir es mal so. Habe ich ein Problem, zum Beispiel eine Verletzung, dann befinde ich mich aktuell in einer Rehabilitationsphase, zumindest am Beginn dieser, und sollte mich vielleicht erstmal komplett checken lassen. Das gilt übrigens für eigentlich alle Faktoren. Egal, ob ich meine Verletzungswahrscheinlichkeit mindern möchte, ob ich in der Rehabilitation bin oder ob ich Leistung steigern möchte, im Idealfall steht vor allem ein Assessment. Das heißt, jemand, und da kommen wir gleich zu, könnte mir oder mich überprüfen, wie ist es denn so um meine allgemeine körperliches Befinden, wie ist es so bestimmt.
Da gibt es verschiedene Methoden. Ich arbeite hauptsächlich mit dem sogenannten Functional Range Assessment. Das ist ein Assessment, bei dem wir zweierlei Sachen machen. Nummer eins, wir rotieren jedes einzelne Gelenk durch den größtmöglichen aktiven Bewegungsradius. Beziehungsweise, wenn wir beide jetzt, du wärst bei mir in einem Assessment, du kommst zu mir und sagst, hey, ich möchte einfach mal wissen, wie es so um mich bestimmt ist. Dann würde ich jedes einzelne Gelenk einmal bei dir anschauen, beziehungsweise du rotierst das, nachdem ich dir das vormache, ich schaue mir das an und wir sprechen. Wie hat es sich für dich angefühlt? Wie sah es für mich aus? Also einmal Qualität und Quantität. Ja? Wie groß war der Kreis und wie schön war der Kreis? Und ich sage immer, mach den Kreis so schön, dass mir die Tränen kommen, weil ich noch nie so einen schönen Kreis gesehen habe. Dann bin ich zufrieden, weil ich bin sehr streng, was das angeht. Ich mache das ein paar Jahre jetzt. Und für mich ist das Assessment mit eines der besten Assessments. Denn gegenüber allen anderen Assessments nehme ich erstmal jedes einzelne Gelenk an sich und kann sie dann wieder in einen komplexen Zusammenhang wie Bewegung packen. Also quasi etwas Komplexes wie Bewegung simpel machen, in einzelne Bestandteile zerlegen und dann wieder in den komplexen Zusammenhang Bewegung zusammensetzen. Das ist der Weg, den ich gewählt habe und den ich auch weitergehen werde, weil er zeigt tatsächlich, dass das ist eine sehr gute Erfolgsgeschichte, was ich bei meinen Klienten da sehe. Und da obendrauf kommen dann noch sogenannte Table-Tests. Und Table-Tests kennt jeder Physiotherapeut. Ich lege die Person auf eine Physioliege und teste den passiven Bewegungsradius und vergleiche ihn mit dem aktiven Bewegungsradius. Das heißt, ich möchte wissen, wie hoch kann der Arm über den Kopf von mir passiv genommen werden und kann diese Person den Radius auch aktiv einnehmen. Dann weiß ich, ist da die Kontrolle da, ist da die Kraft da und ist da die Beweglichkeit da? Und dann sind wir eben beim Thema Mobility Training. Also quasi der Unterschied, nehmen wir mal das Beispiel, ich nehme das mal am aktiven Beinheben. Das haben wir auch in der Reha damals, habe ich ein Assessment zusammengebastelt, damit wir, wenn ihr mit einer Schulterproblematik herkommt, haben wir trotzdem uns die Hüfte angeschaut. Um zu schauen, okay, jetzt ist die Schulter vielleicht ausrehabilitiert. Die Person hat noch 20 Wochen vom Reha-Rezept und jetzt wollen wir mal Kniebeuge machen und merken, ach, dreimal dann, was ist das denn? Hat er denn da noch mitgebracht? Also nehmen wir mal das Beispiel, aktives Beinheben. Person liegt auf dem Rücken und hebt ein Bein senkrecht aktiv an. Jetzt kommt die Person auf 45 Grad und fängt an zu zittern oder sagt, ah, ist unangenehm. Jetzt nimmst du das Bein passiv und schiebst ihm das bis ins Gesicht. Ohne dass er irgendwie sagt, fühlt sich komisch an. Warum ist das blöd für die Person? Also gehen wir mal erstmal die wissenschaftliche Seite. Was du gerade beschrieben hast, war eine große Differenz von aktiven zu passiven Bewegungsradius. Ich habe das bewusst so groß geschildert. Ja, perfekt. Gar keine, also genauso. Ja, ich wollte es nur noch mal bestätigt haben. Letztendlich diese Differenz, die ist laut Wissenschaft eine kritische Schwelle. Wenn diese Differenz größer als ungefähr, man sagt zwischen 15 und 20 Grad Bewegungsunterschied oder Aktivierungsunterschied von passiv zu aktiv, dann wissen wir, dass das Verletzungsrisiko höher sein könnte, als wenn dieser Radius sehr nah beieinander wäre. Die Wissenschaft zeigt zum Beispiel auch, dass es tatsächlich, und das klingt jetzt echt paradox, es ist sicherer für den Körper, wenn ich schlecht beweglich bin, aber diesen Radius ansteuern kann, als wenn ich sehr flexibel bin, also quasi sehr passiv beweglich, aber eine riesen Diskrepanz habe zwischen aktiv und passiv. Da gibt es ganz viele Studien und die sind sich eindeutig, dass dieses Verletzungsrisiko für eine sehr flexible Person ja, sehr hoch ist. Denn viele, die Yoga betreiben, haben Probleme mit ihrem Körper, haben Schmerzen. Wir denken immer, die, die Yoga machen, die sind schmerzbefreit, die haben gar keine Probleme. Katharina Brinkmann, ich weiß nicht, ob die dir was sagt, die ist auch bei Perform Better tätig und schreibt viele Bücher über das Thema. Die durfte ich auch schon sehr oft persönlich treffen. Und mit der habe ich sehr viel über Yoga und Mobility im Vergleich gesprochen. Und sie meinte auch, wenn die beim Yoga haben, sehr, sehr viele Leute wirklich Schmerzen und Probleme, obwohl die genau das eigentlich nicht wollen. Die möchten eigentlich ja eine allgemeine gute körperliche Kapazität haben. Aber diese Differenz, da fehlt Kraft und Kontrolle. Und das sind eben zwei von drei Faktoren. Die haben eine gute Flexibilität, aber die haben keine Kraft und die haben keine motorische Kontrolle. Und das ist kein Mobility. Das ist im Functional Range System, mit dem ich sehr viel arbeite, wo auch dieses Functional Range Assessment herkommt, da heißt das immer ganz hart, das ist unnützer Bewegungsradius. Das ist völlig sinnfrei, weil was bringt es mir, wenn ich einen Spagat runtergleiten kann, ja, die Schwerkraft drückt mich, dann bin ich unten drin, ich mache ein Foto, Hashtag Split oder Spagat bei Instagram und wenn die Kamera weg ist, muss ich mich irgendwie rauskraxeln, nach hinten umfallen lassen. Schwierig, ja, schwierig. Deswegen, wir möchten diesen Radius aktiv zu passiv im besten Fall sehr nah beieinander lassen, innerhalb von 15 bis 20 Grad. Deswegen auch das Assessment.
Weil das Assessment zeigt mir genau das. Dann lass uns mal anhand der Hüfte, weil wir gerade das Beispiel, weil man es zu Hause vielleicht sogar nachmachen kann, ohne dass jetzt jemand großartig die Arm hin und her bewegen muss. Wie ist dann die Herangehensweise? Jetzt stelle ich fest, das Bein geht auf 45 Grad und da fange ich, ist die aktive Beweglichkeit zu Ende. Mein Partner, meine Partnerin oder Freundin nimmt das Bein, kriegt das jetzt meinetwegen auf 90 Grad hoch. Machen wir mal den Winkel ein bisschen kleiner. 45 Grad Diskrepanz, das heißt, okay, da ist die Verletzungswahrscheinlichkeit etwas höher. Wie kann die Person jetzt damit umgehen? Was kann sie tun? Also wir haben eine Diskrepanz von ungefähr 45 Grad. Sie ist höher als deutlich höher als 15 bis 20 Grad, über die wir, wo wir sagen würden, es ist in Ordnung, das können wir stehen lassen. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir sollten tatsächlich versuchen, diesen Radius aneinander anzugleichen. Die schlechte Lösung wäre, wir verringern den passiven Bewegungsradius. Das wäre die falsche Idee. Ich bin ja froh, dass die Grundvoraussetzung ist ja da. Es ist Bewegungsradius da, passiv. Und den möchte ich jetzt mit Kraft und motorischer Kontrolle füttern. Jetzt gibt es die Möglichkeit von sogenannten Positional Isometrics. Das bedeutet, ich habe diese Diskrepanz von 45 Grad. Das heißt, ich gehe jetzt als allererstes mal in eine passive Position von ungefähr 45 Grad. Das sollte mir ja passiv sehr einfach fallen, weil ich komme ja bis zu 90, ja, wenn ich hier die Diskrepanz habe. Du meinst aktiv? Und ich gehe aktiv bis 45 Grad? Nee, ich lasse mich passiv bis zu 45 Grad nur drücken. Dann bin ich ja quasi in einem sehr entspannten passiven Radius, aber an meinem aktiven Radius wäre hier Ende, richtig? Okay. Ja. So. Das heißt, ich bin quasi am Ende meines aktiven Bewegungsradius bei 45 Grad. Mein Partner, wir machen mal eine Partnerübung raus, hält mich jetzt an dieser Position. Was ich jetzt mache, ich drücke mit meinem Bein in die Hände meines Partners. Also wenn ich das Bein quasi bis dahin drücke und das Bein liegt hier, dann drücke ich mit dem Bein gegen die Hände meines Partners. Also quasi das nach unten. Quasi als würde ich versuchen, genau zurück in die Ausgangsposition zu kommen. Ursprünglich hieß das oder heißt das PNF-Stretching, das ist der Überbegriff. Allerdings möchte ich hier eine Form reinnehmen, ebenfalls auch aus dem Functional Range System. Und das ist eine Variante, die Positional Isometrics genannt wird, bei der ich versuche, diesen Radius dann, nachdem ich ihn erstmal aktiviert habe, auch halten zu können. Stell dir Folgendes vor, wir sind auf 45 Grad. Passiv kein Thema, aktiv die absolute Obergrenze. Jetzt gehe ich mit meinen Händen, nachdem ich das ein bisschen aktiviert habe, auf 50 Grad. Ja? Aktiv wird das jetzt verdammt schwer sein. Jetzt mache ich Folgendes, ich drücke den Partner quasi auf diese 50 Grad und jetzt sage ich dem Partner, versuch dein Bein an dieser Stelle zu halten. Und ich nehme ganz langsam als Partner meine Hände weg. Dann wird diese Person bei 50 Grad absolut anfangen zu zittern. Aber sie kann sie halten, weil 5 Grad ist nichts. 5 Grad ist super wenig. Sie wird sie halten können. Und das wäre tatsächlich der schnellste und wissenschaftlich auch bewiesen, der einfachste Weg, wie ich den aktiven und passiven Bewegungsradius aneinander angleichen kann, mit sogenannten Positional Isometrics. Ich möchte an die Position rangehen, die ich aktiv gerade noch so halten kann und da Spannung generieren. Ich halte das. Insgesamt möchte ich auf 30 Sekunden kommen. Das ist eine gute Referenz, zum Beispiel 5 mal 6 Sekunden halten mit ungefähr 10 Sekunden Pause dazwischen. Oder, wenn ich richtig hart bin, 2 mal 15 Sekunden. Wobei, das wird keiner schaffen. Aber. Ja? Und so kann ich mich nach oben testen. Das ist der schnellste Weg, um aktiv und passiv aneinander anzugleichen. Denn wir wissen, isometrische Kontraktion wird auch sehr positiv vom Gehirn aufgenommen, weil es ist sehr sicher. Es sind wenig Entzündungsreaktionen im Körper, es findet keine Reibung statt, weil keine Bewegung stattfindet. Aber die Bewegungsreize, die über die efferenten Nervenbahnen gesendet werden, die gelten als Bewegungsreize. Das sind die gleichen Reize, die kommen, wenn ich das Bein tatsächlich bewegen würde. Und das Gehirn macht da erstmal keinen Unterschied. Und dann wäre der schrittweise Aufbau, ich verbringe in diesen Positionen einfach eine gewisse Menge an Zeit. Nick Rohm hat mal gesagt, 20 Stunden, das ist eine Menge Holz, was die Wissenschaft da raushaut. Aber tatsächlich dauert es auch eine Weile, das anzugleichen. Aber es dauert ja keine 20 Stunden, bis ich den perfekten Radius habe, sondern ich merke schon zwischendurch, es wird besser, ich habe mehr Kraft, ich habe mehr Kontrolle. Und wenn ich das gleichzeitig mit dem vorher beschriebenen Alltagsbelastungen kombiniere, dass ich mich mehr bewege, dann geht das echt schnell. Und wir denken immer, oh, ich muss so viel machen und ich habe keine Zeit. Es ist nicht so viel. Es sind die wichtigen Übungen, die wir machen sollen, die was bringen. Für die Physiotherapeuten oder auch Spovis, Sporttherapeuten, die gerade zuhören, das klingt für mich gerade, und das finde ich ziemlich cool, eine Weiterentwicklung von der Peer-Technik, postisometrische Relaxation. Genau. Quasi in die Dehnung, spanne an.
Kannst du kurz erklären, was da passiert im Körper, warum der Körper dann auf einmal diese 5 Grad als sicher einordnet? Also letztendlich ganz vereinfacht kann ich es darstellen, und das haben wir vorher schon besprochen, wenn ich einen Radius aktiv kontrollieren lerne, dann suggeriere ich meinem Gehirn wiederum Schutz und Kontrolle. Es passiert ein bisschen mehr als das. Also wir können uns nicht vorstellen, als das Gehirn einfach sagt, jo, ist cool oder nee, ist uncool, sondern es passiert neuronal natürlich viel mehr. Tatsächlich sprechen wir auch von sogenannter reziproker Hemmung, wenn wir sowas tun. Allerdings möchte ich vorsichtig sein mit den Begriffen, denn, und das ist sehr kontrovers mittlerweile, es gibt Untersuchungen, die sagen, dass sowas wie reziproke Hemmung nicht unbedingt funktioniert. Und ich möchte da jetzt nicht zu tief in die Wissenschaft gehen, aber wer sich dafür interessiert, einfach mal eine Suchmaschine anschmeißen und reziproke Hemmung falsch eingeben. Und da kommen tatsächlich Berichte, die sagen, also eigentlich funktioniert das gar nicht, sondern das Gehirn muss ein bisschen komplexer sein. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat mal gesagt, ich glaube, das war bei SeaHealth, bei einem Fundamentals, da hat, glaube ich, Eric Kopp gesagt, wenn wir unser Gehirn verstehen würden, dann wäre unser Gehirn nicht so komplex, weil dann können wir es verstehen. Das heißt, unser Gehirn ist so komplex, dass wir es wahrscheinlich nie zu 100% verstehen werden. Und das ist auch okay. Wir müssen nur wissen, welche Stellschrauben kann ich nehmen, welche Stellschrauben kann ich stellen, damit meine Ziele erreicht werden und ich tatsächlich all den fancy Scheiß machen kann, den ich machen möchte. Reziproke Hemmung, lass mich ja kurz nochmal zurückgehen, das ist quasi eine antagonistische Hemmung, oder? Also dass, wenn ich Bizeps anspanne, den Oberarm, dass der Trizeps gehemmt wird, dass ich den Arm beugen kann. Ja. Das war damals so die, ich sag mal, verbale Ansteuerung, ansteuern, nicht ansteuern. Sonst würdest du immer gegen deine eigenen Muskeln trainieren. Korrekt, sonst würdest du quasi intern die ganze Zeit gegeneinander ankämpfen. Aber diese Wissenschaft, die dahinter steht, die sagt auch mittlerweile, es ist nicht so, dass der Muskel gehemmt wird, weil die Muskelhemmung wäre fatal. Ich möchte auch in einem Trizeps eine komplette Aktivierung haben, wenn ich einen Bizeps-Curl mache. Ja. Wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte ich ein Ungleichgewicht im Körper, was strukturell wie neuronal eine Katastrophe wäre. Deswegen ist man so ein bisschen sich strittig mit dem Thema reziproke Hemmung und Co., dass es etwas komplexer ist als der eine Muskel ist an, der andere ist aus. Es ist komplexer als das. Aber nochmal, wenn wir wissen, dass Systeme wirken, dann sollten wir sie für uns testen. Und Positional Isometrics wirken durch ganz verschiedene Faktoren. Ja? Und ich nenne immer den einfachsten, lerne diesen Radius, den du passiv beherrschst, aktiv zu kontrollieren. Und warum das dann passiert, da können wir dann mal in einem Workshop drüber sprechen, wo wir das Thema neuronal, chemisch und was es alles gibt, physisch komplett, biomechanisch komplett auseinandernehmen. Ja. Also eigentlich, ich war gerade im Gedanken noch, reziproke Kontrolle klingt eigentlich viel besser. Ja, tatsächlich. Antagonistische Kontrolle, damit das Gelenk immer safe ist. Genau, das ist mein Ziel. Ja, denn unser Gehirn, wie wir wissen, sagt mir, ob was ich darf und was ich nicht. Und wenn das Gelenk nicht safe ist, sagt mein Gehirn, nee, das ist mir zu gefährlich. Ich glaube, ich packe da mal ein bisschen Spannungsreize drauf, damit der Radius begrenzt wird, damit ich nicht in irgendwelche Positionen reinkomme, die ich eventuell gar nicht kontrollieren kann. Ich bin großer Fan davon, dass der Körper in allen Bewegungsausmaßen so best wie möglich trainiert wird. Zumindest, dass du für Situationen wie die gefrorene Pfütze gewappnet bist. Ne, wir sprechen auch mit älteren Menschen oder auch jüngeren Menschen über Sturzprophylaxe und Co. Ja. Ich bin der Meinung, warum nicht mal Sturzprophylaxe, wenn es zu spät ist, also den Leuten mal ein Bein stellen, sich hinfallen lassen und sagen, guck mal an, deine Arme sind nach vorne gegangen, hast du gemerkt, dein Handgelenk, jetzt sind wir mal Handgelenk, wo sie trainieren dürfen. Ja. Gibt es Bewegungen, die du selbst in deinen Alltag einbaust, wo du sagst, ich versuche damit meine Range of Motion, mein Bewegungsausmaß in den Gelenken so aktiv und kontrolliert wie möglich zu halten? Ja, also ich bin der absolute Verfechter von kontrollierten Gelenksrotationen. Das Thema wiederum beim System zu bleiben, Functional Range System von Dr. Andreas Wiener. Meine ganze Mobility-Karriere hat tatsächlich angefangen mit Arbeiten von Kelly Starrett. Wie so viele. Ja, Kelly Starrett war der Vorreiter und hat das Thema publik gemacht. Was er sehr lange gemacht hat und zum Teil immer noch macht, ist sehr viel mit Gummibändern arbeiten, mit Triggern, mit Lacrosse-Bällen und was es alles gibt. Da bin ich mittlerweile fast komplett weg von, weil das für mich eben keine aktive Bewegungskontrolle ist. Und vor ein paar Jahren durfte ich dann Hunter Cook, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, Hunter Cook heißt auf Instagram und im Internet Hunter Fitness, ist ein ehemaliger Cirque du Soleil-Artist. Unfassbar beweglich natürlich, aber unfassbare Kontrolle. Und ich bin irgendwie in Kontakt gekommen mit ihm
Und habe dann tatsächlich 3 Monate bei ihm online Personal Training gebucht, bei dem wir 3-mal pro Woche tatsächlich geskypt haben. Das ist ein Amerikaner, kommt aus Amerika bzw. Kanada. Und haben dann über das Thema Functional Range System gesprochen. Und er hat mich geschult, hat gesagt, ich soll die Fortbildung machen. Und ich habe fast alle Fortbildungen gemacht. Und da ist eins der Kernelemente das Thema kontrollierte Gelenksrotation. Das, was wir beim Assessment machen, ist gleichzeitig mein Trainingstool. Ich möchte jeden Tag mindestens 1-mal, besser 10-mal oder mehr, jedes Gelenk durch den aktiv größtmöglichen Bewegungsradius bewegen, um mir alles an Struktur, an neuronaler Verbindung zu erhalten, was da ist und das, was geschwärzt ist, wieder zu aktivieren. Das ist mein Ziel. Und das spricht auch tatsächlich sehr für diesen evolutionären Gedanken von uns Menschen, möglichst viele Bewegungsreize auf den Körper zu bringen. Denn, Carsten, gibt es irgendeine Übung, bei der man sagen kann, die spricht alle Rezeptoren im Körper an? Das gibt es nicht. Aber es gibt Übungen, die kommen da sehr nah dran. Und für mich sind genau diese kontrollierten Gelenksrotationen, im Englischen heißen die Controlled Articular Rotations oder CARS. Zweitens Atmung. Und drittens, was ich gerne mit reinnehme, ist Hängen. Ja, weil für mich ist Hängen nicht nur evolutionsbedingt eine der Standardübungen, die wir machen sollten, weil wir stammen wahrscheinlich vom Affen ab. Und dass die eben gute Kletterer und Hänger sind, das wissen wir auch. Wir machen das leider nicht mehr oder immer seltener und sollten das auch wieder tun für gesunde Schultern, gesunde Arme, für den ganzen gesunden Körper, Wirbelsäule. Das heißt, die 3 Faktoren, kontrollierte Gelenksrotation, Atmung und Hängen, das sind für mich die Basics für jeden Tag und alles andere ist Bonus. Wenn du alle Gelenke sagst, heißt auch Fingerrotation und Co. oder redest du von den großen Gelenken wie Ellbogen, Schulter, Hüfte, Knie? Knie ist eigentlich sehr, auch spannend. Eine sehr gute Frage. Ja, tatsächlich gibt es sehr viele in diesem System, die jeden einzelnen Finger rotieren, die jeden einzelnen Zeh kontrollieren wollen und so weiter. Ich sehe es ein bisschen pragmatischer, einfach auch aus Zeitgründen. Finger nein, Handgelenke ja, Ellbogen, Schulter, Schulterblatt, Wirbelsäule komplett, also inklusive Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Hüfte, Knie, Kniescheibe, Sprunggelenk und Zehen auch. Allerdings mit dem Fokus auf der Großzehe, denn Großzehe, unabhängig von den anderen 4 kontrollieren zu können, wissen wir, ist eine sehr gute Sache, weil sie natürlich auch für Fußgewölbe Stabilität gibt und so weiter, unser Gangmuster verbessern kann und so weiter. Und gerade meine Zehen ist für mich immer noch eine Schwachstelle, wo ich sehr gerne auch mal ein bisschen länger dran arbeite. Ist einfach auch abhängig von der Motivation. Sage ich ganz ehrlich, niemand hat Bock, jeden Tag eine Stunde was zu machen, muss auch nicht sein, aber man kann Mobility-Training oder Bewegungstraining, nennen wir es mal so, in den Alltag einbauen, ohne dass es sich wie Training anfühlt und nach deiner Definition, die 100% korrekt ist, geplant, strukturiert, ja, mit steigender Belastung, dann ist das kein Training mehr, sondern ist das Üben, dann ist das Play, dann ist das, ich baue das in meinen Alltag ein. Oh, da ist eine Stange, da hänge ich mich doch mal 10 Minuten dran insgesamt. Oder, hey, ich möchte aufstehen, während der Kaffee läuft, mache ich kontrollierte Handgelenksrotation in dem größtmöglichen Radius oder Halswirbelsäulenrotation. Mhm. Ist eine super Sache und ist einfach einzubauen tatsächlich. Bei einem Gelenk bin ich gerade ein bisschen stutzig geworden, und zwar Kniegelenk und Kniescheibe. Ja, also Kniegelenk, wir denken, dass das Knie einfach nur eine Art Scharniergelenk ist, wie der Ellenbogen, beugen und strecken. Man kann das Knie rotieren und man sollte das Knie rotieren. Das Knie kann leicht rotieren, beziehungsweise das Knie nicht, aber das Schienbein, ja, Der Schienbeinknochen kann oben, wenn wir das Knie als Aufbau sehen, wenn das der Oberschenkelknochen ist und das letztendlich Schien- und Wadenbein, dann findet hier unten eine ganz leichte Rotation statt. Ich kann das jetzt schwer vormachen. Wer das hier sieht, kann gerne mal einfach mal Reset Mobility Rotation eingeben bei wo auch immer. Ja. Ich verlinke das auch in den Shownotes, dass die Leute dann direkt mal ihr Kniegelenk, ihre Kniescheibe. Okay. Richtig, das ist Kniegelenk, genau. Und das ist wichtig, vor allem für Leute, die mal eine Verletzung hatten am Knie, dass die Knierotation wiederhergestellt wird. Weil wir denken immer nur linear, Beugen, Strecken. Für fast alles. Mhm. Aber Rotationsbewegungen sind extrem wichtig, denn Rotationsbewegungen machen uns zu einem richtigen Menschen. Wenn wir uns nur linear bewegen können, dann ist das so, als würden wir wie früher Super Mario Bros. Spielen und immer nur 2D in eine Richtung laufen. Wir können aber auch nach oben, nach hinten, nach vorne, zur Seite, in alle Richtungen, 3D. Und 3D bedeutet immer Rotation. Ich spreche alle Rezeptoren an bei einer Rotationsbewegung. Kniescheibe, um auf deine Frage zurückzukommen. Die Kniescheibe wird immer nur passiv mitbewegt, wenn ich mein Bein bewege, wenn ich mein Bein beuge und strecke. Aber unterhalb der Kniescheibe sind extrem viele Rezeptoren. Das wissen alle, die mal wirklich Knieschmerzen hatten, unterhalb oder an der Kniescheibe, an der Patellasehne oder der Quadrizepssehne obendrauf.
man sollte tatsächlich in diesem ganzen Modus kontrollierte Gelenksrotation die Kniescheibe ab und zu einfach wie so eine, ich sag immer wie eine Airhockey, wie so ein Airhockey-Ding und ganz vorsichtig mal in alle Richtungen bewegen. Das heißt nicht, dass man Airhockey damit spielen soll und mal das Ding einfach über die... Also wenn das geht, dann sollte man definitiv was tun. Aber es ist tatsächlich in der Rehabilitation macht man das passiv, da mobilisiert man nach einer Knie-OP die Kniescheibe, damit dieses Bewegungsmuster oder die Bewegung der Kniescheibe erhalten bleibt. Und ich habe mir sagen lassen, dass eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, die ein Mensch in der Sportverletzung haben kann, ist eine ausgerenkte Kniescheibe. Das soll nicht schön sein und das ist auch sehr schmerzhaft, die wieder zu repositionieren. Deswegen sage ich, hey, nimm doch einfach einmal am Tag deine Kniescheibe in die Hand und schieb sie mal ganz vorsichtig nach links, ganz vorsichtig nach rechts und dann ist das fein. Ja, dann bleibt da hoffentlich diese Verbindung von Gelenk zum Gehirn und von Gehirn zu Gelenk bestehen. Ich hatte damals, wo ich noch mehr in der Reha tätig war, die Möglichkeit beim Orthopäden, mal meine Gelenke zu röntgen. Und da haben wir mal die Kniescheiben bei mir geröntgt. Und da hat er gesagt, oh, die sind aber nicht richtig. Also was auch immer er damit meinte. Er hat gesagt, die liegen nicht richtig auf. Und ja, ich bin präventioniert für Patellararthrose. Also Arthrose hinter dem Gelenk, hinter der Patella. Da dachte ich, willst du das mit Anfang 20 eigentlich wissen? Ja. Und dann habe ich genau das, was du gerade beschreibst, angefangen. Ich mache es nicht mehr regelmäßig, aber Bein ist gestreckt. Dann einfach die Kniescheibe ein bisschen mobilisiert. Korrekt. Und das hat sich so gut beim Gehen, beim Laufen, beim Kniebeugen oder beim Hocken angefühlt, dachte ich, okay, das macht Sinn, die Kniescheibe mal zu bewegen. Absolut. Also vielleicht für den einen oder anderen, der gerade die Chance hat, mal auf Pause drücken, Bein strecken, geht auch im Stand und dann mal schauen, was die Kniescheibe so macht. Die klebt ja nicht fest. Ja. Zwei Sachen zum Thema, was du gerade besprochen hast. Nummer eins, der Arzt sagt zu dir, Sie haben eine Kniescheibe, die prädestiniert dafür ist, dass die mal Probleme macht. Das ist Wording, was ich unbedingt vermeiden würde. Also jeder Arzt, jeder Physiotherapeut, jeder Trainer, jeder Mensch, der das hier gerade anhört, bitte hört auf, solche Katastrophisierungen zu sagen. Weil das ist selbsterfüllende Prophezeiung, wenn ich einem 20-jährigen Mann oder Frau, egal, sage, du wirst später Knieprobleme haben. Das kann im Gehirn was auslösen, dass diese Person ihr Knie nicht mehr richtig belastet. Das wirst du, wenn du mit älteren Herrschaften zusammenarbeitest, wenn du denen sagst, oh, sei bloß vorsichtig. Die Leute sind total in Panik und bewusst oder unbewusst, dass irgendwas passieren könnte. Das ist nicht gut. Und da kommt Faktor 2 direkt rein. Diese Ansteuerung, diese Verbindungsschleife, diese Feedbackschleife von Gelenk zu Gehirn und Gehirn zu Gelenk, die sollte ich eben für alle Gelenke täglich aufrechterhalten. Ja, man, das ist Afferenz und Efferenz. Also vom Gelenk zum Gehirn ist quasi die Afferenz und vom Gehirn zum Gelenk zurück ist die Efferenz. Sensorischer Input, motorischer Output. Und wenn wir eins aus der Neuroathletik gelernt haben, dann, dass wir viel zu wenig Input generieren. Wir sind völlig Output-zentriert. Wie wärmen wir uns auf für Kniebeugen? Wir machen Kniebeugen. Es wäre aber sinnvoller, den sensorischen Input zu verbessern. Wo ist denn mein Gelenk im Raum? Ja? Ist denn meine Kniescheibe jetzt an einer guten Position oder nicht? Vielleicht bewege ich sie vorher einfach mal, ganz locker. Einfach, dass mein Gehirn weiß, ah, da ist meine Kniescheibe. Denn dieser taktile Reiz, der kann sehr gut sein. Und für Leute mit Schmerzen kann das schon Schmerzen reduzieren, weil mein Gehirn wieder merkt, okay, bessere Landkarte, kann ich die Schmerz, den Schmerzoutput kann ich ein bisschen verkleinern, ja? Denn die Person kümmert sich ja gerade um ihr Gelenk. So soll es sein. Ja, also die Landkarte habe ich tatsächlich jetzt ganz häufig schon gehört, auch in Fortbildungen. Ich nutze das auch immer wie so ein, wie eine Silhouette vom Menschen und der Körper will das freirubbeln, wie so ein Rubbellos von einer Lotterie. Und wenn du dich halt nicht bewegst, dann bleibt da irgendwo so ein Futzel kleben und dann ist das wie so eine Alarmglocke. Das kann so stark als Stress angenommen werden, dass der Körper dann Schmerz erzeugt. Und was machen wir bei Schmerzen, wenn es Knie wehtut? Ah, dann rumrubbeln. Das wäre ja wieder quasi der sensorische Input. Ah, das Knie ist noch da. Könnte ja auch sein, dass am Auto irgendwo klebt, weil mich ein Auto erwischt hat, zum Beispiel. Ja. Okay. Also wir haben jetzt natürlich schon sehr über das Knie gesprochen. Für jemanden, der sich auf Schulter spezialisiert hat, wollte ich natürlich jetzt nicht dich so weit vom Thema abbringen. Aber es ist vielleicht für den einen oder anderen greifbarer, weil Knie doch manchmal doch das ein oder andere Problem bereiten. Okay, wenn wir jemand jetzt sagt, okay, ich habe da Schmerzen oder ich habe da Probleme. Du hast ja schon ein paar Sachen erwähnt,
Wenn jetzt jemand damit anfangen möchte, wo kann er dich finden? Oder hast du vielleicht sogar Online-Material, wo die Leute, und es kommt natürlich alles in die Shownotes, damit die Leute damit auch zu Hause, gerade in der aktuellen Situation, was machen können? Also jetzt gerade, wie du sagst, in der aktuellen Situation lerne ich auch immer mehr, dass es viel mehr darum geht, dass wir uns gegenseitig helfen. Deswegen findet ihr schon sehr lange auch tatsächlich sehr, sehr viel kostenlosen Content bei YouTube, bei Facebook und bei Instagram. Ja, Carsten, du meinst, du packst es in die Shownotes dann. Also letztendlich alles zu finden, entweder unter Mobility Coach Benny oder Reset Mobility. Ob ihr das zusammenschreibt, auseinander, sollte eigentlich kein Problem sein. Tatsächlich mache ich am meisten bei Instagram mittlerweile, wenn man da am schnellsten an die Leute rankommt und auch über die Kommentare sehr viel machen kann. YouTube mache ich eigentlich nur noch längere Videos. Ich habe jetzt erst gestern einen 30-Minuten Hüft-Mobility-Kurs hochgeladen, for free für alle, weil ja gerade in der heutigen Zeit alle zu Hause rumhängen und nicht so genau wissen, hey, was kann ich denn tun? Ansonsten, ich habe auch kostenpflichtige Programme, aber für die möchte ich jetzt nicht explizit Werbung machen. Letztendlich sind das durchdachte 6-Wochen-Trainingspläne, 4-Wochen-Trainingspläne, 12 Wochen. Und wer alles zusammen haben will, ich habe eine Plattform generiert, ja, die MyReset-Plattform. Da sind quasi alle Programme, die ich je geschrieben habe, drauf. Kostet 100 Euro im Jahr das Ding. Ist ständig zu kündigen. Ja, also verlängert sich zwar automatisch, aber es ist alles total transparent. Und ihr dürft auch immer gerne direkt mit mir Kontakt aufnehmen, weil es ist nicht abgegeben an eine Firma, sondern es läuft alles noch über mein Homeoffice. Ja, das mache ich alles selber. Ich habe Reset-Programm. Ich glaube, da hast du es gerade. Wann hast du das rausgebracht? Das 20-Tage-Programm, meinst du? Mhm. Genau vor 5 Jahren. Okay, ich war nämlich, wenn ich mich nicht ganz irre, einer der Ersten, der das genutzt hat. Geil. Ja. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Auch das Booklet, das Büchlein. Ich müsste jetzt gucken hinter mir, ich hatte es damals ausgedruckt mit den Übungen. Ja. Also es ist wirklich Gold wert, weil genau das, was wir gerade besprochen haben, dort auch nochmal bildhaft und Textform beschrieben ist. Vielen Dank. Cool. Benny, gibt es noch 3 Tipps, die du gern den Leuten mitgeben möchtest? Ja, also Nummer 1, bewegt jeden Tag eure Gelenke durch den größtmöglichen Bewegungsradius. Das haben wir jetzt 2-3 Mal besprochen. Das ist für mich wirklich eines der allerwichtigsten Sachen. Punkt Nummer 2, nehmt Atmung und nehmt Hängen mit in euer normales Trainingsprogramm auf. Es muss nicht jeden Tag sein, aber jeden Tag 1 Minute bewusste Atmung ist besser als einmal am Wochenende 30 Minuten hinlegen und konzentriert zu atmen. Also vielleicht auch als Tipp Nummer 2, macht lieber jeden Tag etwas als einmal die Woche extrem viel. Ihr gießt eine Pflanze auch nicht nur einmal im Jahr, sondern ihr packt da ab und zu mal immer wieder ein bisschen Wasser dazu, je nachdem, was es für eine Pflanze ist. Faktor Nummer 3, bildet euch weiter. Ihr müsst nicht zwangsläufig viel Geld in die Hand nehmen, um Thema Körper weiterzubilden. Ihr könnt ohne Ende Blogs lesen. Das Internet ist voll davon. Und da mein vielleicht wertvollster Tipp, vor allem für Trainer, Therapeuten, lernt keine Übungen, sondern lernt Systeme. Denn heutzutage haben wir durchs Handy Zugang zu Abermillionen Übungen. Das ist nicht das Problem. Ressourcen sind nicht das Thema. Ihr müsst verstehen, wann sollt ihr welche Übung anwenden. Lernsysteme, beschäftigt euch damit, sucht euch eins aus, fangt damit an und wenn ihr dann merkt, hey, da kann man aus anderen Systemen vielleicht noch Bausteine mit reinnehmen, die für euch und für eure Klienten das Training besser machen, dann ist das wohl einer der besten Tipps, die ich euch geben kann. Cool. Benny, ich danke dir wahnsinnig für den Input, auch für die Möglichkeiten, selbst jetzt tätig zu werden. Vielen Dank. Und natürlich an die Zuschauer und Zuhörer, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ihr findet alles in den Shownotes. Wenn ihr Benny kontaktiert, würde es mich freuen. Bewegt euch. In dem Sinne, Benny, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Das wünsche ich auch. Auch an alle. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution. Gesundheit ist für alle da. Weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functionalbasics.de.
functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.